Liebe Anleger, liebe Trader, unser Thema lautet heute die 20 wichtigsten China-Aktien für die Erholungsbewegung. Ich werde eine Watchlist präsentieren mit 20 chinesischen Aktien, die man aus unserer Sicht im Blick behalten muss. Und ich werde schildern, warum ich einerseits glaube, dass man langfristig in China nicht investieren sollte, aber dass sich jetzt auf Sicht der nächsten Wochen und Monate einige interessante Chancen ergeben. Wie immer der Disclaimer, ich gebe keine Empfehlungen, ich berate niemanden. Ich schildere lediglich meine Sicht auf die Dinge. Was ist unsere Meinung zu China-Aktien? Was ist meine Meinung zu China-Aktien, die auch bei TraderFox die Kernmeinung ist? Chinesische Aktien sind für langfristige Anleger nicht geeignet. Das Risiko, per politischen Beschluss enteignet zu werden, ist zu groß. Man hat das ja in den letzten Wochen und Monaten beobachten können, wie der chinesische Regulierer um sich geschlagen hat. Ich gehe darauf auch gleich noch ein. In unseren langfristigen Aktiendepots, wie zum Beispiel im Aktienrealgelddepot, verzichten wir darum komplett auf China-Aktien. Und das ist jetzt nicht irgendwie nur ein Zufall, dass sich da keine chinesische Aktie drin befindet. Wir sagen wirklich, in China sind die institutionellen Rahmenbedingungen nicht vorhanden, um langfristig seriös in dieses Land zu investieren. Und darum lassen wir die Finger davon. Ich möchte sogar so weit gehen, dass die Kommunistische Partei ausländische Investoren, wenn es wirklich darum geht, dass diese Einfluss entwickeln würden und einen hohen Kapitalanteil an chinesischen Firmen haben, als Feinde sieht. Das möchte die Kommunistische Partei Chinas nicht. Und der aktuelle Regulierungshammer, der zielt auch ganz klar darauf ab, ausländische und vor allem amerikanische Investoren zu schädigen. Chinesische Aktien sind interessant für gezielte Spekulationen in einem Zeithorizont von 6 Monaten bis 3 Jahren. Nicht nur vom Zeitpunkt jetzt, sondern auch von zukünftigen Zeitpunkten, weil dieses Land hat Wachstum, dieses Land hat interessante Unternehmen, dieses Land hat interessante Technologien. Man muss sich aber sehr gezielt überlegen, auf welchen Zeitraum ich jetzt hier investieren möchte. Kaufen und liegen lassen entspricht in China einem Selbstmordkommando. Wir klassifizieren China als Emerging Markets. Folgende Emerging Markets decken wir bei TraderFox aktuell ab. In der Trading-Sektion Emerging Markets, wir haben Russland, Indien, Vietnam und Thailand. In dem neuen Realgeldmusterdepot, das wir gestartet haben, haben wir bis jetzt 2 indische Aktien aufgenommen und eine russische Aktie. Und demnächst werden wir in China oder bei chinesischen Firmen zuschlagen. Wir betrachten das aber in Anführungszeichen als Zockerdepot, als Zockeraktien, weil wir hier wirklich sagen, es ist ein Zock auf Sicht von 6 bis 2 Jahren, auf Sicht von 6 Monaten bis 2 Jahren, wo wir glauben, dass wir vom chinesischen Regulierer jetzt keine neue Regulierung um die Ohren gehauen bekommen. Das Wachstum in China ist beeindruckend. China hat hier die Blaupause gelegt für ein neues politisches System, das es bis dahin nicht gab. Man kann es als Staatskapitalismus bezeichnen. Ich möchte es fast als eine Art Monarchie bezeichnen, in der es einen König gibt, ein Staatsoberhaupt, das fast alle Macht hat. Und dieser kluge König hat erkannt, dass er seinen Untertanen Eigentumsrechte geben muss. Und es hat sich gezeigt, dass wenn man den Menschen Eigentumsrechte gibt, wenn die Menschen etwas zu essen haben, wenn sie ein Dach über dem Kopf haben, wenn sie in ihrem Alltag Frieden haben, dann mucken sie nicht mehr auf. Dann sind sie damit im Großen und Ganzen zufrieden. Und dieses Gesellschaftssystem gab es in dieser Form noch nicht. Andere Monarchien, die haben es nicht so ganz mit dem Privateigentum gehabt. Das hat sich dann erst so im 17. Jahrhundert geändert und aus einer Form der Fürstentümer und der regionalen
Adelshäusern entstand ja dann auch irgendwann das kapitalistische System. Und der Sozialismus, den es bis dahin gab, der war auch komplett anders gestrickt, dass quasi Eigentum von Privaten eher ausgeschlossen war. Und China hatte einfach, kann man sagen, eine Art neues System ins Leben gerufen, den Staatskapitalismus, die Monarchie, in der die Bürger trotzdem Eigentum haben dürfen, aber politisch halt nichts mitentscheiden durften. Und das und diese Form hat zu diesen hohen Wachstumsraten geführt. Jetzt sehen wir aber mittlerweile, dass wenn dem König etwas nicht passt, dass er dann, wie es die Könige eben früher auch tun konnten, jeden Privaten sofort eigentlich enteignen kann. Und da haben die auch überhaupt keine Chance, da schlägt die Regulierungshammer zu und bang, das private Vermögen ist weg. Dass dieser Regulierungshammer, der in den letzten Wochen und Monaten stattgefunden hat, vor allem die Big Techs getroffen hat, wird man gleich sehen, wenn wir die Charts vergleichen mit dem chinesischen Gesamtmarkt, hier am Beispiel vom CSI 300, mit dann den Tech-Companies wie Alibaba oder Tencent. Der Gesamtmarkt hat wesentlich schwächer korrigiert als jetzt diese prominenten Tech-Aktien, die in Amerika auch börsennotiert sind. Und beides spielt zusammen. Beides, die Börsennotiz in Amerika und die starke Regulierung hat auch miteinander zu tun. Angefangen hat das Ganze, und ich habe jetzt einfach noch ein paar Presse, Schnipseln auch gegoogelt, die das nochmal auf den Punkt bringen. Angefangen hat das Ganze mit letztem Herbst, als der Alibaba-Gründer Jack Ma gegen den König aufgemuckt hat und den König kritisiert hat. Und dann ging diese Regulierungswelle los. Und seitdem ist auch Alibaba auch ein bisschen so das Hauptziel von diesen ganzen Regulierungen. Am krassesten fand ich den Eingriff in den Bildungssektor, dass auf einmal beschlossen wurde, private Bildungsunternehmen dürfen keine Gewinne mehr machen. Ja, was wird passieren? Und hier merkt man ein bisschen, dass so die Politiker der kommunistischen Partei etwas übermütig geworden sind. Weil sie werden sehr bald merken, wie man es aus dem Sozialismus kennt, wenn ein Unternehmen keine Gewinne machen darf, dann wird die Dienstleistung bald eben sich verschlechtern oder komplett verschwinden. Vielleicht war das ja auch das Ziel. Vielleicht wollen sie, dass es nur Schulen gibt. Vielleicht wollen sie ja gar keine privaten Bildungsunternehmen für die Besserverdienenden. Was in China aber auch gespielt wird, und das war nicht ganz groß in Schlagzeilen, das war so eher in den, ja, das war so eher immer im hinteren Teil der Zeitungen oder im hinteren Teil der Portalen. China startet ganz klar auch einen Angriff auf die amerikanischen Börsenplätze und auf amerikanische Investoren. Der König will zwei Dinge nicht. Das ist ein Bild des Königs. Der König will nicht, dass amerikanische Investoren nennenswerte Anteile an chinesischen Unternehmen und Erfolgsstories haben. Will er nicht. Ist ihm ein Dorn im Auge. Und ihn stört auch, dass die ja, Amerikaner einen so starken Finanzmarkt haben und über die Macht des Kapitals auch sehr viel Einfluss nehmen können. Und darum hat China auch eine eigene Initiative gestartet, dass man kleinere und mittlere Unternehmen über eine eigene Pekinger Börse quasi ja, den Zugang zum Kapitalmarkt bieten möchte. Also das ist so ein bisschen auch der Masterplan von China, weg von den amerikanischen Börsenplätzen hin zu eigenen chinesischen Börsenplätzen. So, es gibt verschiedene Blickwinkel. Einen haben wir in den TraderFox Trading Sektionen auch aufgegriffen. Zum Beispiel sagt Mark Mobius, ein sehr bekannter Emerging Markets Investor, sagt, dass es eigentlich China hat damit mit dieser Regulierung, hat eigentlich die Wettbewerbsbedingungen für chinesische Firmen ein bisschen verbessert. Weil bis jetzt gab es eben dieses sehr starke Monopol von eben Alibaba, die alle anderen kleineren Konkurrenten natürlich auch verdrängt haben. Und teilweise mit unfairen Bedingungen ja, davon abgehalten haben zu wachsen. Zum Beispiel hat Alibaba ja
vielen Händlern untersagt, noch auf anderen Portalen und Plattformen die Produkte anzubieten und so weiter und so fort. Es gab hier wirklich ein paar unfaire Monopolpraktiken. Und darum gibt es auch Stimmen, die jetzt diese ganze Regulierung positiv sehen. Das muss man auch noch dazu sagen. Wir bei TrailerFox haben gesagt, wir wollen nach dieser Regulierungswelle, die für stark einbrechende Kurse gesorgt hat, wollen 5 Aktien in unser Zockerdepot aufnehmen. Die 20 wichtigsten China-Aktien möchte ich nun vorstellen. Wir haben dazu eine Tabelle gemacht. Ich kann die nachher auch noch einstellen, die wir jetzt am ehesten im Blick haben. Und die stelle ich jetzt gleich noch im Detail vor, diese 20 Aktien. Darüber hinaus möchte ich darauf hinweisen, dass wir eine Watchlist mit über 200 Aktien auf TraderFox.com bereitstellen. Ich zeige vielleicht nochmal, wie man da hinkommt. Dort kann man dann die chinesischen Firmen beobachten. So, ich gehe hier mal in den Firefox, dann gehe ich auf TraderFox.com und auf TraderFox.com auf unserem Trading Desk muss man auf das Raketensymbol klicken, dann startet der Explorer und dann findet man gleich hier im Rampenlicht China-Aktien an den US-Börsen. Und hier findet man eine ganz große Auswahl von chinesischen Aktien, die man beobachten kann. Diese Kurslist steht im freien Bereich bereit. Damit hat man quasi alle relevanten Spieler in China auf jeden Fall auf dem Schirm. Ich wechsle nun wieder in die PDF-Datei. Hier. Ich denke, wenn man chinesische Aktien handelt, dann muss man China-Aktien aus der Makroperspektive handeln. Es wäre eine Anmaßung vom Wissen, irgendwie hier in die unternehmerische Detailanalyse zu gehen. Denke, wenige Aktien von Alibaba oder einer E-Learning-Plattform. Ja, bitte, wir können das nicht vorhersagen. Die einzige Chance, die wir haben, ist, dass wir quasi aus der Makroperspektive schauen, was sind die Marktführer, was passen die Wachstumsstars und wir können so das internationale Geschehen, die internationale Politikstrategie, da können wir unser eigenes Bild machen. Was hat China vor? Welche Branchen möchte China stärken? Welche Branchen haben im internationalen Wettbewerb gerade am meisten Chancen? So müssen wir in China rangehen. Und wir werden eine zweigleisige Strategie fahren. Wir werden zum einen bei zwei Tech-Giganten zugreifen, die es relativ zerbröselt hat, weil wir denken, dass die Regulierungswelle sich dem Ende nähert, dass jetzt keine großen starken Regulierungsvorstöße mehr kommen. Aber wir werden auch führende Aktien kaufen, die von den Turbulenzen kaum betroffen sind. Und die möchte ich nun gleich vorstellen. Wichtige Annahme bei der Betrachtung der Charts. Wenn wir einen Chart haben, wo wir in den letzten 10 Jahren schon kein Geld verdienen konnten, dann können wir davon ausgehen, dass wir es auch zukünftig nicht werden. Also wenn die Firmenstrukturen so gestaltet sind, dass irgendwie die Aktionäre nicht davon profitieren, und das ist ja in China ein großes Problem, weil viel Geld, ja, versickert, man kann es sagen, auch in den politischen Kanälen. Zum Beispiel China Life Insurance. Wenn ich so einen Chart habe und ich sehe in 20 Jahren, in den letzten 15 Jahren konnte man mit dieser Aktie kein Geld mehr verdienen, dann kann ich die eigentlich von meiner Watchlist gleich streichen. Die brauchen wir überhaupt nicht näher angucken. Komplett uninteressante Aktie. Ich hatte die Aktie übrigens schon im Jahr 2000 mal gehandelt. China Mobile und China Life Insurance waren so in den Jahren nach 2000 so die ersten Picks in China, die man so auf dem Schirm hatte. Aber seit 2008 kommen diese Aktien nach keinen neuen Hochs mehr. Also solche Titel sind komplett uninteressant. Müssen wir nicht betrachten. Was haben wir auf der Watchlist? Wir haben Alibaba, die chinesische Amazon, aber auch mittlerweile ist der Gründer Jack Ma einer der Staatsfeinde Nummer 1. Er hat die ganze Regulierungswelle ja auch losgetreten. Ich werde gleich im Fazit sagen, dass wir, weil wir glauben, dass Alibaba eben die Firma ist, an der chinesische König ein Exempel statuiert, dass wir hier nicht zugreifen. Bei Alibaba greifen wir nicht zu. Die Entscheidung haben wir schon getroffen. Ich denke, da auf diese Firma haben es die Regulierungsbehörden am stärksten abgesehen. Wir haben
JD.com, ein Top-Player im Bereich E-Commerce, sehr stark im Online-Handel, auch im Online-Handel aufgestellt. Wäre auf jeden Fall eine bessere Wahl als Alibaba. Man sieht auch, dass die Aktie jetzt diese Regulierungswelle deutlich, deutlich besser überstanden hat. Alles in allem noch ein politischer Chart. Also hier hätten wir eine Option. BYD ist ein großer Mischkonzern, aber auch sehr stark bei Elektroautos und bei der Batterietechnologie. Darum, das ist ein Leader. Von der Regulierung kaum betroffen, gehört zu den Branchen, die die chinesische Regierung auch gezielt stärken möchte. Sie wollen ja nicht, dass jetzt BMW und Daimler und Volkswagen die Autos in China verkaufen, sondern die chinesische Agenda sieht vor, dass man jetzt beim Bereich Elektromobilität, dass man da auch führende Autohersteller entwickeln möchte. Darum ist BYD eine Leader-Aktie, die wir sehr, sehr interessant finden. Genauso wie Geely. Geely ist auch ein Autohersteller, der immer stärker auf Elektromobilität setzt. Geely wird nun auch eine eigene Luxusmarke gründen, um gegen Tesla zu konkurrieren. Der Unternehmer, der Gründer und ja, CEO Li Shufu ist sehr umtriebig. Es ist so ein kleiner Elon Musk China, sagt man oft. Er gründet nun auch eine eigene Smartphone-Marke. Er hat 10% an Daimler gekauft. Also ein richtiger Unternehmertyp, der nach vorne will, der was bewegen will. Und der nach meiner jetzigen Beobachtung, was ich gelesen habe, der auch regierungstreu ist, der sich gegenüber dem König regelmäßig verneigt, sodass man hier vielleicht weniger Befürchtungen haben muss. Also Geely auch eine sehr, sehr interessante, eine sehr, sehr spannende Aktie, die jetzt langsam nach dieser Mega-Rally, ja, die nun eigentlich gut auskonsolidiert erscheinen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. NIO ist ein spezialisiertes Elektro- oder ein Pure Play im Bereich Elektromobilität in China. Sehr hohe Bewertung und darum bin ich da ein bisschen vorsichtig, aber auch die Konsolidierung verläuft sehr konstruktiv. NetEase ist eines der führenden Internettechnologieunternehmen in China. Auch im Bereich der Online-Games sehr stark. Vernünftiger Chart in den letzten Jahren oder seit 2019 moderater Aufwärtstrend, vernünftige Korrektur. Kann man machen, wobei jetzt hier kein besonderes, ich nenne es mal Sex-Appeal, irgendwie mehr zu der Aktie drängt. Pinduoduo, auch eine aufstrebende E-Commerce-Plattform mit einem vernünftigen Chartbild, gleiches Peer Group-Verhalten wie NetEase, ist interessant, drängt sich uns aber aktuell auch nicht auf. Ist einfach ein ganz normaler Chart ohne irgendwelche besonderen Eigenschaften. Genauso wie Xiaomi. Coole Technologie, mischen bei allem irgendwie mit. Aber auch hier sehen wir keinen besonderen Trigger, warum wir jetzt einsteigen sollten, muss ich so sagen. Yam China Holdings, sehr interessant. Mit Sitz in den USA und Hauptsitz in Shanghai. Größter Restaurantbetreiber in China. Aber auch hier ist vielleicht eine vernünftige Aktie, aber hat jetzt auch nichts, was mich jetzt hier besonders reizt. Da kann ich doch auch einen ETF kaufen oder da kann ich auch ein MSCI World ETF kaufen. Da muss ich nicht extra in diese Firma investieren. 360 Digitech, technologiegestützte digitale Kreditplattformen, gehört zu den Bereichen, die die chinesische Regierung gerade stärker reguliert. Sie möchte ja auch von Alipay sämtliche Nutzerdaten haben und so weiter. Also da greifen die Behörden gerade sehr, sehr stark durch. Darum tendiere ich hier auch eher dazu, die Finger wegzulassen. Baidu, größter Suchmaschinenbetreiber, wollen auch überall mitmischen, wollen sogar Elektroautos bauen. Es ist so ein bisschen auch eine Selbstüberschätzung, dass auf einmal jede Internet-Company meint, im Automarkt groß mitmischen zu können. Baidu gehört aus meiner Sicht zu den Firmen, die sich hier selbst überschätzen. Man sieht es auch irgendwie im Chart. Mit der Aktie konnte man schon seit 2014 kein Geld verdienen. Ich denke, man braucht hier auch nicht davon ausgehen, dass man in den nächsten 5 Jahren mit dieser Firma, die sich
irgendwie doch selbst überschätzt, dass man da viel Geld wird verdienen können. Dann interessante Aktie, auch aus der langfristigen Chartperspektive, ist Tencent. Tencent war eine Firma, die jetzt auch vom Regulierungshammer des Königs betroffen wurde. Der König sagt für seine Untertanenkinder, es ist nicht gut, so viel zu zocken. Darum darf nur noch am Wochenende für 3 Stunden gezockt werden. Hat natürlich in der Gaming-Industrie für einen großen Einbruch gesorgt. Aber Tencent hat ja noch viel mehr. Die haben, ich habe mal hier von Wikipedia eine Produktübersicht kopiert. Die haben die am meisten verbreitete Instant-Messaging-Plattform. Die haben das größte Internetportal in China. Die haben ein Social Network. Die haben eine Online-Verkaufsplattform. Die haben TenPay, ein Online-Bezahlverfahren. Die haben mit WeChat den am meisten verbreiteten Chatdienst. Die haben eine Mobile-Gaming-Plattform. Die haben eigentlich alles. Also die machen im Internetbereich eigentlich alles. Haben ein Heer von 1000 Entwicklern, die die App-Stores mit Games überfluten. Da denke ich, sehe ich so nach meiner Wahrnehmung eigentlich die größte Chance jetzt nach der Regulierungswelle. Tencent, nicht ganz Staatsfeind Nummer 1 wie Alibaba, sehr breit aufgestellt, ein führender Technologieanbieter, kam jetzt schön zurück. In der Vergangenheit hat die Firma gezeigt, dass sie für ihre Aktionäre Geld verdienen kann. Also hier ist eigentlich der erste Pick, den ich aus meiner Sicht sehen würde. Ich mache hier mal ein Zeichen hin. Ja, wo ist jetzt die Zeichenfunktion? Da mache ich halt keins. Also Tencent finde ich einen vernünftigen Pick. Hier passen die Makrobedingungen, passen aus meiner Sicht zusammen. Und hier denke ich, haben wir nach der Korrektur am ehesten eine Einstiegschance auf Sicht von 6 Monaten bis 2 Jahren. Dann eine wenig bekannte Aktie, aber sehr interessant. Der chinesische Gigant für die Vermarktung und Herstellung von Lithiumprodukten und von Rohstoffen für Batteriemetalle. Das ist ein Leaderstock, der auch kaum korrigiert hat, beliefert den gigantisch großen wachsenden Batteriemarkt. Hier sehen wir Chancen als Momentum-Play, wenn hier wieder das hoch angegriffen wird. Also diese Aktie, wenig bekannt, haben wir bei uns ganz oben auf der Watchlist. Hier können wir uns vorstellen, dass das eine der 5 sein wird, auf die wir setzen werden, weil eben der Batteriemarkt sich in den nächsten 10 Jahren vervielfachen wird. So, mein Fazit, wie wir beginnen im Emerging Markets Depot mit den China-Aktien. Wir warten jetzt auf die Rebound-Position bei Tencent, bei den Giganten im Tech-Sektor und bei den Leadern Geely oder BYD mit dem Fokus auf Geely. So, das ist meine aktuelle Meinung zu China. Hat jemand Fragen? Was ist mit den KI-Investitionen von Baidu? Ändert das nicht die Lage? Ja, KI ist ja so ein Buzzword. Jeder behauptet ja, KI zu haben, künstliche Intelligenz. Aber unsere Erfahrung zeigt eben, es gibt Firmen, die immer bei allem sagen, sie können alles, sie machen alles, aber die es dann irgendwie doch nicht schaffen, für die Aktionäre vernünftige Renditen auf das Kapital zu erwirtschaften. Und dazu gehört Baidu. Und darum nehme ich das jetzt auch noch nicht sonderlich ernst, dass die auch was im Bereich KI machen. Das macht ja jeder. China Water Affairs muss ich mir angucken. Ja, bitte jetzt keine chinesischen Einzelaktien aufzählen. Ich bin bei den Einzelaktien nicht drin. Ich habe die von der Makroperspektive angeschaut. Die führende Aktien, die Leader-Aktien, so ist unsere Vorgehensweise. Wir gehen hier von der Makroperspektive ran. Wir gehen hier aus der Makroperspektive ran. Genau, warum wir Indien favorisieren. Ganz einfach, bei Indien ist, wenn man es mit China vergleicht, ist 20 Jahre zurück. Also hier ist Indien.
Die sind noch bei 2000 US-Dollar BEP pro Kopf. Das ist jetzt nicht BEP pro Kopf, also nicht missverstehen, aber so von der Wachstumsdynamik. Oder hier ist Indien. Die haben jetzt Schwung aufgenommen. Jetzt haben sie Schwung aufgenommen und darum auch ganz interessant, schaut euch das mal an. Ganz wichtige indische Aktien, die machen jetzt neue Hochs. Die machen die Korrektur, die wir international sehen, nicht mit, sondern die starten jetzt auf neue Hochs durch. Darum Indien ist unser favorisierter Emerging Market bei TraderFox. Ja, ich stelle die Aufzeichnung nachher rein. Jetzt hat Norbert noch gefragt, wo man das Emerging Markets verfolgen kann bei TraderFox. Ich zeige es mal kurz. Das ist bei uns in den hier mit dabei. In der Trading-Sektion Emerging Markets. Das Abo heißt Strategien beinhaltet insgesamt 6 Trading-Sektionen: Emerging Markets, Tech and Growth, Strategien, Hebeltrading, Kurzfrist-Trading-Strategien und Megatrends, Anlagetrends und Zukunftstrends. Kostet nur 29 Euro. Und da ist auch das Echtgeld Emerging Markets Depot mit dabei. Und dort kaufen wir dann auch die China-Aktien, die wir am vielversprechendsten erachten. Aber mir war heute einfach wichtig zu sagen, zwei Dinge waren mir im Endeffekt nur wichtig, die ich sagen möchte. Mehr möchte ich heute auch gar nicht sagen. China, langfristig enorm hohes Risiko, das Gefahr politisch enteignet zu werden, ist zu groß, zumal es auch die Strategie der politischen Führung ist. Also wenn ich bei Instagram gerade viel rumschaue, da gibt es ja so ganz viele China-Fans. Die dann Loblied singen auf China und die dann auch Alibaba ständig empfehlen und was weiß ich. Wo man aber ganz klar sehen muss, die Chinesen, die wollen das nicht. Die wollen diese Firmen, wo jetzt die vielen US-Investoren auch drin sind, wo das amerikanische Großkapital so viel Geld investiert hat, der Angriff gilt auch dem amerikanischen Großkapital. Das ist dem König ein Dorn im Auge in China. Er will da jetzt ganz gezielt, er geht auch ganz gezielt dagegen vor und darum jetzt auch die Initiative von China, eigene Börsenplätze aufzubauen. Also ich würde da jetzt nicht, ich warne davor, das als Langfristanlage zu sehen, weil es kann sein, sie lassen jetzt wieder 3 Jahre dann vielleicht wieder laufen, lassen die sich ein bisschen erholen. Versuchen aber dann insgeheim kleinere chinesische Firmen jetzt zu stärken. Genau, das war mir wichtig zu sagen. Und dann war mir es eben wichtig, unsere Strategie hier mitzuteilen, dass wir jetzt einmal auf Sicht von 12 Monaten einen Rebound eingehen wollen. Unser Favorit ist hier Tencent. Und dass wir die ganz große Chance bei den führenden Aktien sehen. Und das ist BYD und Geely aktuell, weil es auch zur politischen Agenda in China zum 5-Jahresplan gehört, dass man mit dem Autosektor im Bereich Elektromobilität hier die Vorherrschaft international erlangt. Darum geht man auch ja mit Tesla relativ handzahm um. Also Elon Musk hat ja in China aktuell noch freie Hand. Die wollen die Tesla-Technologie, die wollen Tesla-Fabriken, die wollen Tesla-Know-how in China haben, weil sie sich davon eben auch Technology Spillovers, so nennt man das, für die eigenen Firmen versprechen. Und darum so aus meiner Makrobetrachtung von dem, was in China gerade passiert, sehe ich da eben BYD und Geely, das sind für mich hier die Leader, wo man auf, denke ich, auf Sicht von 2 bis 3 Jahren das Geld noch am besten als spekulatives Investment investieren kann. So, das war meine kurze Meinung zu China. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch ja, mitnehmen und immer dran denken, auf TraderFox.com im Explorer Tool haben wir eine Watchlist mit chinesischen Aktien hinterlegt. Danke und einen schönen Abend.